Hey Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hello, wie geht es euch? Ich habe wieder fleißig Müll für euch. Nein, kein Trash-Content. Doch, Trash-Content. Ich habe nämlich heute ein Aufgebraucht-Video für euch. Ich habe wieder fleißig Müll gesammelt und irgendwie macht mir das Spaß, irgendwie auch nicht, weil ich recht viel im Moment probiere aufzubrauchen, um euch schnellstmöglich ein Update zu Produkten zu geben, die ich getestet habe. Und ihr kennt meine Aufgebraucht-Videos. Es hat keinen roten Faden. Ich greife hier rein, zeige euch das Produkt und sage euch, ob es sich lohnt, wo ich es her habe, was es grob kostet und was ihr damit machen könnt und ob ich es euch empfehlen kann. Ihr liebt solche Videos und ich mag es ehrlich gesagt auch, denn so kann ich euch, der euch ja eigentlich immer Neues zeigt, auch Produkte zeigen, die ich wirklich aufgebraucht habe. Und wenn ich ein Produkt aufbrauche, dann mag ich es meistens oder ich zwinge mich dazu. Aber um es euch zu erklären, welches Produkt welche Anwendung bekommen hat, habe ich dieses Aufgebraucht-Video für euch. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch gleich. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das kostet euch nichts, mir bedeutet es die Welt. Und wir wandern mit großen Schritten auf die 100.000 zu. Vielleicht schaffen wir es dieses Jahr. Vielleicht. Aber ich habe Großes vor dieses Jahr mit euch. Wir starten mit einem Duschgel von Asam. Das ist das Resveratrol Premium Duschgel. Ich hatte eine Produktplatzierung dazu gemacht im, ich glaube, November. Und habe es auch wirklich jeden Tag benutzt. Das ist ein ganz, ganz tolles Duschgel. Es ist ein halber Liter, was die Haut wirklich mit Feuchtigkeit versorgt. Und das hat mir so, so gut gefallen, dass ich es auch schon nachbestellt habe. Ich liebe den Geruch, diesen Resveratrol-Duft. Ich habe ja auch die Maske davon und die Pflegelinie. Und das Duschgel hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich habe bald wieder einen Asam-Code. Vielleicht hatte ich ihn auch gerade schon. Ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Aber das ist ein ganz, 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 ganz tolles Duschgel. Liebe ich und ich freue mich, wenn ich es wieder benutzen kann. Ein Produkt, was ich aussortiert habe, ist von Jason Wu, ein Setting Spray. Ich habe ein bisschen davon abgefüllt, weil ich das Produkt an sich sehr, sehr mochte. Das ist ein Setting Spray, das habe ich bei Douglas gekauft. Packaging ist recht cheap, es war aber nicht so günstig und ich mochte den Sprühnebel nicht so gerne, weil, also er macht einen recht großen Sprühnebel, der euer Gesicht umhüllt. Es riecht sehr gut. Ich glaube, hier ist weißer Tee mit drin gewesen. Ich habe ein ganzes Video dazu gemacht. Aber irgendwie, der Sprühnebel macht mir das nicht fein genug. Ich habe mir das Ganze umgefüllt und habe mir ein eigenes Setting Spray in Anführungszeichen zusammengemischt. Das habe ich hier drin. Auch das habe ich aufgebraucht, das Original. Das war das Real Techniques Glow Finish Blend Extender Spray. Ganz, ganz tolles Spray. Und hier habe ich viele verschiedene, die ich gerne mag, zusammengemischt, weil ich hier den Sprühnebel sehr gerne mochte. Also hier, das ist okay, muss aber nicht sein. Sprühnebel funktioniert nicht. Manchmal verstopft der, deswegen habe ich den aussortiert und das bisschen, was hier drin ist, das kommt weg. Das hier von Real Techniques, fantastisch. Hier waren Peptide mit drin und Elektrolyte, die wirklich die Haut auch gepflegt haben dabei und sehr, sehr schön frisch aussahen. Hat mir gut gefallen. Hier sind jetzt aber viele verschiedene drin. Unter anderem auch ein bisschen von diesem Nimia-Ding. Das habe ich jetzt endlich leer gemacht. Das ist ja die Eigenmarke von Niki Tutorials. Der Sprühnebel, den mochte ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Die Verpackung war recht gut. Ich hatte so ein bisschen Probleme, weil der Sprühkopf hier immer aufgegangen ist recht schnell. Und ich finde den Duft schrecklich in der Menge, die hier drin ist. Ich habe mir ein bisschen was hiervon hier reingemischt, weil das Finish davon einmalig war. Wenn ich Niki Tutorials wäre, ich würde das Ding nochmal rausbringen ohne Duft, weil der Duft, der macht das alles kaputt. Der ist so intensiv, du riechst stundenlang diesen Duft. Der riecht nicht schlecht, aber der ist halt so stark, dass dir dann auf die Dauer, du kriegst Kopfschmerzen davon. Ich krieg zumindest Kopfschmerzen davon. Das hat mich halt ehrlich gesagt ein bisschen gestört. Preislich ist ein bisschen top, ein bisschen höher, ist aber völlig in Ordnung für das Finish, was es hinterlassen hat. Das hat danach wirklich dieses super wet Skin. Also es ist so feucht, das Gesicht, dass du schon vorsichtig sein musst, dass es nicht rutscht. Es hinterlässt den schönsten Glow auf der Haut. Ich glaube, hier sind auch Glowpartikel mit drin, die das Ganze nochmal frischer machen. Aber wie gesagt, der Duft ist eine einmalige Katastrophe. Wirklich einmalige Katastrophe, weil es riecht ganz besonders schön,
als Parfum, wenn ich es mir vielleicht hier so ein bisschen hinsprühen würde und du riechst es nur so leicht, sehr floral, sehr frisch, aber im Gesicht möchte ich das definitiv nicht haben. Was ich auch aufgebraucht habe, ist von Fenty Beauty Butter Drop Whipped Oil Body Cream. Das ist dieser riesengroße Tiegel. Ich habe den jetzt aufgebraucht. Das Schöne bei den Fenty Beauty Dingern ist, du kannst dir nur diesen Topf nachbestellen, ist dann günstiger und die Umverpackung kannst du aufheben. Ich mache aber beides weg, denn ich mochte es ehrlich gesagt nicht so gerne. Das Problem, was ich hiermit hatte, ist, es riecht toll, es pflegt toll, aber, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, das ist super, super glitschig auf der Haut und das zieht nicht ein und ich mag es nicht, wenn ich mich eingecremt habe, wenn ich mich nicht traue, in die Klamotten zu gehen. Und auf den Beinen im Sommer vielleicht, wenn man wirklich trockene Haut vom Rasieren hat oder so, ist es vielleicht gar nicht schlecht, aber jetzt im Winter, wo ich wirklich diese Pflege, diese intensive Pflege davon brauche, es ist glitschig, es ist extrem glitschig, es zieht nicht ein, es riecht toll, es sieht wundervoll aus. Aber es ist halt nicht praktisch und deswegen finde ich diese Aufgebraucht-Videos so wichtig, dass ich euch eine tiefere Review zu einem Produkt geben kann, weil als ich sie gezeigt habe, dachte ich mir, boah, super schön, fühlt sich toll an, aber 10 Minuten später hatte ich die Creme immer noch auf dem Körper, ohne dass sie eingezogen ist. Und das ist natürlich etwas, das ist bei Cremes, ist das doof. Ist wirklich doof. Ansonsten, wenn ihr wirklich trockene Haut habt, für die Beine im Sommer. Und da ist dann halt aber auch wieder die Frage, brauche ich extra ein Produkt für meine Beine im Sommer? Ja, das muss dann jeder selber entscheiden. Vielleicht habt ihr Erfahrung zu einigen der Produkte gemacht, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hier sind diesmal wirklich auch einige Flops mit dabei, muss ich sagen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass ich immer nur positive Reviews zu Produkten mache. Habe ich auch nichts von, die Firma hat nichts von und ihr habt am wenigsten davon. Deswegen bin ich einfach ehrlich mit euch. Was aber immer wieder gekauft wird und es ist das einzige Waschgel, was ich im Moment benutze, ist von Fenty Skin. Das ist meine vierte Flasche. Ich war neulich bei Sephora, habe mit einem 20% gut, ich glaube, ich habe 5 Flaschen nachgekauft, 130 Euro, was weiß ich, aber das hält. Also ich komme mit einer Verpackung, hier sind 145 Milliliter drin, komme ich locker 4 Monate mit aus. Und ich schminke mich teilweise 3-mal am Tag ab, ne? Darf man nicht vergessen. Das schönste Reinigungsgel habe ich euch schon oft gezeigt, liebe ich, das ist wirklich jetzt durch. Kaufe ich immer wieder nach, also wenn ihr ein Reinigungsgel sucht. Ist ein bisschen höherpreisiger, ich glaube es kostet 26 Euro. Aber hier ist halt auch eine Menge drin, ne? Das darf man immer nicht vergessen. Und die Haut fühlt sich danach nicht ansatzweise so trocken an wie mit anderen Waschgelen. Ganz, 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 ganz tolles Produkt. Was ich auch endlich aufgebraucht habe, das war wirklich ein Krampf, ist von Isana, die Handlotion. Aloe Vera und Seide. Es hat mich so ein bisschen an Aesop erinnert und das riecht auch gut. Hier ist auch noch so ein bisschen was mit drin. Allerdings, auch das ist so ein Produkt gewesen, das irgendwie, es war mir zu glitschig und dann war es aber sofort weg und du hast kein pflegendes Gefühl gehabt. Ich habe euch ja neulich erzählt, dass ich so einen Tick habe, dass ich unbedingt die Hände eingecremt haben muss. Und das habe ich da nicht, weil innerhalb von Sekunden ist die Creme weg und du musst dir wieder noch die Creme, die Hände nochmal eincremen. Ich hatte die am Bett stehen, habe mir damit abends vorm Schlafen die Hände kurz eingecremt, weil innerhalb von 5 Minuten, so schnell wie ich einschlafe, habe ich nicht nochmal das Gefühl. Deswegen hat es jetzt echt lange gedauert, die aufzubrauchen. Würde ich nicht nochmal kaufen, bin ich ehrlich. Dann habe ich hier Augenpads von Jijun, glaube ich. Das ist eine koreanische Pflegelinie. Hier sind noch ein paar drin, die sind jetzt aber vertrocknet. Die hatten grünen Tee mit drin, sahen auch nicht besonders schön aus, waren aber wirklich ganz nett. Aber irgendwann, das ist halt das Problem. Eigentlich mag ich das, wenn Augenpads nicht einzeln verpackt sind. Das spart einfach eine Menge an Müll. Aber sie trocknen dann sehr, sehr schnell aus, wenn man es nicht richtig zumacht. Würde ich nochmal kaufen. Ich teste aber gerade andere. Deswegen war okay. War okay. Okay ist halt für mich keine Kaufempfehlung. Was wegkommt, ist leider, leider Gottes von Catrice die HD Liquid Radiance Foundation. Die ist ja leider aus dem Sortiment genommen worden. Frag mich nicht warum. Ich habe mit Catrice ein langes Streitgespräch, kein Streitgespräch, aber ich habe ein langes Gespräch mit Catrice darüber geführt, als sie die rausgenommen haben. Es war meine absolute liebste Foundation. Mittlerweile gibt es Alternativen dazu, die ich sehr, sehr gerne benutze. Die ist jetzt aber, ich glaube, 3 Jahre alt, ist ein bisschen noch was drin, aber man sieht schon am Rand, zersetzt es sich so ein bisschen und irgendwann. Ich habe sie halt nicht mehr benutzt, weil ich Angst hatte, dass ich sie irgendwann aufbrauche und jetzt ist halt der Punkt gekommen, wo ich sie wegmachen muss, weil sie halt nicht mehr funktioniert. Deswegen
Schade, aber eine der schönsten Foundations. Ich liebe sie. Apropos Foundation. Hier habe ich von L'Oreal Perfect Match Nude schon wieder aufgebraucht. Liebe ich. Tolle Foundation, genauso wie die Rivalt Loop Hyaluron Foundation. Die habe ich dieses Mal nicht aufgebraucht, weil ich gerade eine andere teste. Gute Foundation, kennt ihr, liebt ihr. Schönes Finish, hier ist Hyaluronsäure mit drin. Ich habe sie in der Farbe 3 bis 4 hell mittel. Fantastisch. Bei mir hält sie nicht ganz so lange, weil ich sie recht stark aufbaue und mich ja recht oft schminke. Deswegen so eine im Monat brauche ich schon. Und dafür ist sie dann aber wieder ganz schön teuer, ne? Was wegkommt, ist von Gatubi dieses Glued for Brows. Am Anfang mochte ich es, dann mochte ich es nicht und jetzt mag ich es mittlerweile wieder nicht. Ich habe nämlich hier schon ein neues Produkt, vielleicht habt ihr es sogar schon gesehen, von Catrice. Die haben ein ähnliches Produkt jetzt rausgebracht. Das Problem, was ich hier habe, ist erstmal der Preis ist nicht gerechtfertigt, finde ich, weil das ja eigentlich dasselbe Produkt ist wie das Gel. Und das Gel kostet aber 5 Euro oder 4,95 Euro und das auch. Aber hier ist ja nur ein Bruchteil davon drin. Und das Problem, was ich hiermit habe, ist, du gehst einmal durch. Es braucht recht lange, bis es antrocknet. Also nicht so wie das Brow Freeze oder das von Merve und Essence, sondern es dauert und dann darfst du es nicht mehr berühren. Ansonsten hast du wirklich so Klebereste auf dem Auge. Deswegen, tschüss. Aufgebraucht und für sehr, 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 sehr gut empfunden ist von Balea das Niacinamid Serum. Ich teste gerade zwei andere, beziehungsweise erst das eine, dann das andere, um es dann mit euch vergleichen zu können. Da ist 1% Zink und 10% Niacinamid drin, verfeinert das Hautbild, parfumfrei. Hat mir sehr gut gefallen und ich hatte den Eindruck, dass meine Rasurpickelchen viel, viel besser damit geworden sind. Sehr, sehr gut. Also Niacinamid hätte ich vor 5 Jahren schon gebraucht. Liebe ich. Liebe ich wirklich. Mochte ich sehr, sehr gerne. Dann habe ich aufgebraucht von Jeffree Star den Concealer in der Farbe Peach. Sehr, sehr guter Color Corrector. Ich habe auch noch ein Backup davon da. Ich kaufe aber kein neues mehr. Guter Corrector. Schöne Farbe, guter Concealer. Dann habe ich hier noch zwei Augenbrauenstifte. Ein von Banana Beauty in der Farbe, ich glaube es war Brown oder Taupe. Auch ein sehr, sehr guter Augenbrauenstift. Banana Beauty, ich arbeite nicht mehr mit denen zusammen, hat diverse Gründe, deswegen kaufe ich es nicht nach. Catrice Slimatic, einer der besten Augenbrauenstifte, ne? Also kann man nicht sagen. Kostet wenig, sieht gut aus, man braucht bei Augenbrauen wirklich nicht viel Geld zu investieren. Und das ist so ein Ding, ne? Ich überlege ja, was kann ich mit meiner Marke, mit meiner eigenen Marke Giacomo Cosmetics rausbringen, um auch dekorative Kosmetik, also farbige Kosmetik, wie beispielsweise Lidschatten, Augenbrauenprodukte. Und ich tue mich schwer, ein Produkt rauszubringen, was ich halt nicht für den Preis verkaufen könnte, sondern ich müsste dafür vielleicht 15 Euro nehmen. Aber es gibt das halt auch für 2,99 sehr, sehr gut. Und da kann man nichts dran verbessern. Deswegen ist das so ein Produkt, zeige ich euch gerne, benutze ich sehr, sehr gerne aus der Drogerie. Brauchen wir nicht noch eine Marke, die mit sowas rauskommt, bin ich ehrlich. Und bin ich auch offen mit euch. Klar, ich könnte damit ein bisschen Geld verdienen, beziehungsweise die Firma könnte damit ein bisschen Geld machen, aber nö, da tue ich mich echt nicht gut mit. Was ich aufgebraucht habe, ist von Dior Prestige, das La Lotion Essence de Rose. Na, das ist ein Erlebnis. Das war im Adventskalender vorletztes Jahr mit drin. Ich habe echt lange gebraucht, das aufzubrauchen. Dieses Jahr war es wieder drin im Adventskalender. Mag ich sehr gerne. Das Problem, was ich mit Dior Skincare habe, bei diesen Prestige-Produkten, ich vertrage es nicht so gut. Ich kriege davon Unterlagerungen. Außer diese Capture Youth-Dinger. Die vertrage ich sehr gut. Mag ich auch sehr gerne. Benutze ich auch, aber sehr sparsam, weil es ist einfach exorbitant teuer. Sie macht meine Steuererklärung nicht dafür. Ne? Also deswegen tue ich mich mit solchen Produkten schwer, es zu empfehlen. Das war schön. Das habe ich benutzt für Kampagnenfotos beispielsweise, als ich die Kampagne für Riva Loves Me gemacht habe. Und die Kampagne, die ihr im ich glaube, im April oder Mai seht. Das ist nämlich alles schon im Kasten und dafür habe ich das benutzt. Sehr, 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 sehr schön. Eins meiner absoluten Lieblingsprodukte ist von Charlotte Tilbury, das, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ich kann es nicht lesen. Augencorrector, irgendwas, Flash, irgendwas. Es macht deckt die Augenringe ab. Ist auch die Alternative gewesen. Ich habe lange eine Alternative als Color Corrector gesucht, zu dem hier von Jeffree Star. Ist so gut wie leer, hit the pan. Ganz, 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 ganz tolles Produkt. Gibt es in vielen Farben. Ich habe das in 2. Und wenn ich ungeschminkt bin, mache ich das rauf. Und du siehst aus, als hättest du tagelang geschlafen. Habe ich wieder nachgekauft. Hat auch echt eine Weile gehalten. Also über ein Jahr. Und das ist eine Sache, da freue ich mich dann. Weil ich habe das halt selber gekauft. Ich habe dafür mein Geld ausgegeben. Und wenn ich davon lange was habe, tue ich mich damit auch nicht schwer, euch ein
teureres Produkt zu empfehlen. Hier ist es neu. Ist verrückt, ne? Das ist schon so abgerockt. Ich weiß gar nicht, ob ihr es im Unterschied sehen könnt. Das ist schon fast matt, so sehr habe ich das benutzt und ist schon wieder Silber. Und das ist halt noch Gold und mega gut. Was ich weggemacht habe, ist von Becker dieses Sub-Zero Foundation, No Foundation Dation. Das war ein totaler Flop. Ich meine auch, dass das Ende von Becker war. Da haben sie sich komplett mit verkalkuliert. Das ist halt so ein Primer gewesen, den sie als Foundation betitelt haben. Und das hat halt einen großen Unmut gebracht. Und ihr seht, das kann sich nicht zersetzen, weil es ja eigentlich nur Silikon ist ungefähr. Aber es bildet halt Würstchen und es ist Quatsch gewesen. Das tat mir total leid, weil sie sich ganz, ganz viel Gedanken darüber gemacht haben wahrscheinlich, wie sie dieses Produkt in die Welt bringen können und wie sie es vermarkten können. Aber es ist leider meiner Meinung nach so schief gelaufen, dass sie zu viel Geld da rein investiert haben und deswegen Becker es halt so auch nicht mehr gibt, was schade ist, weil Becker wirklich tolle Produkte hat. Also das war Quatsch. Es war wirklich Quatsch. Top-Favorit, wieder nachgekauft, Charlotte Tilbury, die Goddess Skin Clay Mask. Ich habe sogar den Deckel hier oben abgeschnitten. So fantastisch ist diese Maske. Es gibt keine Maske, die ich kenne, die das macht wie diese Maske. Du machst sie rauf, du machst sie ab und deine Haut ist so weich und du kannst sofort dein Make-up auffangen. Du brauchst keine Creme, du brauchst keinen Primer, du brauchst nichts. Du brauchst eigentlich nur einen Concealer und du hast das schönste Finish. Beste Maske, die ich jemals getestet habe. Hands down. Definitiv. Auch aufgebraucht gestern tatsächlich erst, ist von Haut Cosmetics die Meditative Soothing Cream. Ist komplett leer, ist mittlerweile auch meine vierte oder fünfte sehr, sehr hochwertige Skincare-Marke hier aus Deutschland. Ist ein bisschen teurer. Ich war neulich auf der Seite und war über die Preise überrascht, weil ich sie mir nachkaufen wollte. Und dann ist mir eingefallen, ich habe noch ein Backup davon da. Tolle Creme, die Haut ist danach wie eine neue Haut. Haut Cosmetics macht wirklich meiner Meinung nach einer der besten Skincare-Brands, die aus Deutschland kommen. Dann habe ich hier Koffein-Augenpads von Schebens. Waren schweineteuer, ich glaube 3 Euro. War Quatsch. Also haben gar nichts gemacht. 112% mehr Feuchtigkeit, Energy Kick. Würde ich nicht nochmal kaufen. Also dann kaufe ich lieber für 4,95 die von Farina Opoku und wie heißt sie, Annemarie Berlind. Habe ich mehr von als die. Ein Paket Isana Abschminkpads habe ich immer hier. Ich habe mir diesmal die normalen gekauft, ohne irgendwas Besonderes. Benutze ich immer, um meine Hände sauber zu machen, nicht fürs Gesicht. Ab und zu, um so ein bisschen hier vielleicht Lidschatten auszukorrigieren, wenn ich erst den Lidschatten und dann die Base mache. Ganz abschminken würde ich damit nicht und mache die Dinger bitte niemals ins Klo. Ah, hier. Oh ja, tolles Ding. Von Huda Beauty, der Silk Balm, habe ich auch nachgekauft. Das ist so eine Mischung aus Lipgloss und Lippenpflege. Du hast nicht dieses Glossy-Gefühl, du hast dieses Labello-Gefühl, aber mit dem Glossy-Finish. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Eins der besten Liquid-Labellos-Lipglosse überhaupt. Ich habe sie mir jetzt in der Honey-Version gekauft. Gefällt mir nicht so gut wie das Original und ihr seht, hier ist auch noch ein bisschen was drin. Aber es ist richtig sauer geworden irgendwann. Das ist halt das Problem bei so Lippenprodukten, die man jeden Tag benutzt. Du gehst rein, gehst auf den Mund, machst es wieder rein und hier bildet sich dann eine Bakterienkultur drin und das macht das ganze Produkt kaputt. Deswegen probiert so schnell es geht, durch so Produkte durchzugehen, die ihr regelmäßig benutzt und gerne benutzt, weil ihr habt am Ende mehr davon, wenn ihr es alle 2 Monate nachkauft, weil ihr es jeden Tag benutzt habt, als wenn ihr ein Produkt wegwerfen müsst, halb voll, weil ihr es nicht so oft benutzt habt. Versteht ihr, was ich meine? Deswegen große Empfehlung, lieben wir. Hier geht's weiter mit einer Maske. Ich habe mir hinten drauf geschrieben, sehr gut. Die war von The Mask Doctor, hatte ich bei Action gekauft. Super Maske. Die Haut hat sich danach sehr, sehr schön angefühlt. Ich konnte sie gut auseinanderschneiden. Hat nicht so doll gerochen, ich glaube sogar gar nicht. Und hat einfach die Haut wirklich... Danach konnte ich sofort mein Make-up drauf machen. Oft ist es so bei Masken, die sagen, ja, reiben Sie das Zeug, was da drin ist, dann ins Gesicht, dann machen Sie einfach mit Ihrem Make-up weiter. Das funktioniert nicht immer, weil manchmal zieht das nicht stark genug ein und irgendwann ist die Haut halt voll und dann bilden sich so Würstchen und das Make-up sieht nicht schön aus. Hat hiermit sehr, sehr gut funktioniert und wenn ich merke, jetzt kriege ich Pickelchen, mache ich eine Niacinamidkur ins Gesicht, hier von DM, so eine Maske, sehr gut, würde ich mir auch wieder nachkaufen, wenn ich das nächste Mal bei Action bin. Dann wollte ich euch mal so diese Basics zeigen. Darf Man Plus Care,
ist das einzige Deo, was ich benutze. Es ist das bestduftendste Deo. Es schützt am besten. Es kostet, glaube ich, 1,45. Hält bei mir auch echt lange, ne? Also so einen Monat, vielleicht 3 Wochen komme ich damit durch. Ich liebe... Naja, das riecht jetzt nur noch nach Propylen. Auch das Duschgel habe ich davon, aber das habe ich in der großen Größe. Und da kommst du ja nie durch. Hier sind Nasen-Clear-Up-Strips, entfernen Mitesser. Habe ich jetzt benutzt. Weiß ich nicht. Also war gut, hat gut funktioniert. Ich habe aber nicht so viele Mitesser auf der Nase, bin ich ehrlich. Und das zieht dann nichts raus, sondern es macht die Poren ein bisschen kleiner. Und dafür war es gut. Es war auch nicht so teuer, waren 3 Stück drin. Alle 3 habe ich benutzt. War okay. 2 Cremes habe ich aufgebraucht von Drunk Elephant. Eine bei mir, eine bei Danny. Die habe ich dort auch gelassen und benutze ich da auch immer. Einmal die Proteini Polypeptide Cream und die Lala Retro. Tolle Cremes. Schweineteuer, aber die sind halt wirklich gut. Da sind ganz, ganz tolle Öle mit drin und Ceramide, die die Haut wirklich pflegen. Und am nächsten Tag hast du eine ganz, ganz weiche Haut. Habe ich auch nicht jeden Tag benutzt, weil es ist einfach wirklich sehr teuer. Habe ich immer benutzt, wenn ich weiß, okay, am nächsten Tag habe ich einen Dreh, am nächsten Tag will ich ein Video für euch hier drehen. Irgendwas Besonderes. Abends die Creme braucht auch unter Make-up, funktionieren die sehr gut als Primer. Ähnlich wie die Magic Cream vom Finish her, aber preislich nehmen die sich nichts von der Magic Cream. Deswegen würde ich dann zur Magic Cream tendieren. Aber gute Cremes. Also würde ich auch beide wieder benutzen. Eine Mundspülung von Procudent, der Rossmann-Eigenmarke, ist gut. Ich mache das ehrlich gesagt nur zwischendrin. So, wenn ich was gegessen habe und jetzt keinen Bock habe, meine Zähne zu putzen, dann ein bisschen Mundspülung, fühlt sich der Mund frischer an. Ob es jetzt einen Whitening-Effekt hatte, sagt ihr es mir, glaube ich nicht. Aber ist okay. Und aufgebraucht habe ich von Dior das Sauvage Parfum. Das war lange, lange Zeit mein Standardduft, bis Shirin David ein Lied gemacht hat mit Dior Sauvage und jeder zweite jetzt danach riecht. Und ich mag den Duft sehr, sehr gerne bei anderen. Ich mag es aber nicht, wenn ich so rieche wie andere. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich an jemandem vorbeilaufe und der denselben Duft hat wie ich, dann fällt mir auf, wie intensiv dieser Duft ist. Und das mag ich persönlich nicht. Großartiger Duft, also parfumtechnisch eine Meisterleistung gewesen. Toller Duft, kaufe ich mir aber nicht nach. Ich habe mittlerweile genug Alternativen und andere Düfte. Und das war mein Aufgebraucht-Video, Freunde. Ich bin super gespannt, was ihr diesen Monat aufgebraucht habt. Vielleicht hat sich ja bei euch ein neuer Favorit herauskristallisiert. Schreibt mir das gerne einmal unten in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Tschüss!